Ich heiße Wolfgang Schmidt, bin Physiker und bin jetzt seit ein paar Monaten hauptberuflich Pensionär. Wir sind hier am Leibniz-Institut für Sonnenphysik, besser bekannt unter Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik, und wir betreiben schwerpunktmäßig Sonnenphysik. Wir haben unsere Messstation, unsere Teleskope auf der Insel Teneriffa seit den 80er Jahren. Eine Besonderheit von unserem Sonnenteleskop ist, es ist wie ein Mikroskop. Also die Sonne ist ja zwar nur von der Ferne gesehen klein, ist ja in Wirklichkeit riesig, 1,5 Millionen Kilometer Durchmesser, aber entsprechend weit weg. Wir können aufs Mal nur so etwa 1% der Sonnenoberfläche überhaupt beobachten, also wirklich wie ein Mikroskop. Da können wir zum Beispiel eben einen einzelnen Sonnenfleck oder 2, 3 vielleicht aufnehmen. Wir machen Spektroskopie, das heißt, wir zerlegen das Licht in seine Farben, und zwar sehr, sehr genau, sodass wir einzelne Spektrallinien beobachten können. Und das ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Die Spektroskopie ist, wenn man so sagen will, das Rückgrat der experimentellen Astrophysik. Und mit Zusatzgeräten, die wir dann Polarimeter nennen, können wir dann auch das Magnetfeld aus der Ferne bestimmen. Und nebenher auch noch die Geschwindigkeit, mit der sich das Material auf der Sonnenoberfläche bewegt. Wenn Sie das im Labor machen, also mit irgendwelchen Dämpfen, dann ist die Spektrallinie sehr schmal, wie ein Strich sozusagen, genau bei einer Wellenlänge. Während auf der Sonne durch die hohe Temperatur werden diese Linien verbreitert, weil die Atome selber ja in schneller Bewegung sind und dadurch die Wellenlänge ungenauer wird. Und je heißer, jetzt mal grob gesprochen, es ist, umso breiter werden diese Linien, und das kann man, die Linie vermessen wir. Nach Teneriffa kommt dann Hawaii, da ist das Institut auch mit einem Projekt beteiligt, wo ich jetzt auch bis zu meiner Pensionierung heftig mitgearbeitet habe. Das ist in Planung seit Anfang des Jahrhunderts, im Bau seit 2011 und geht in diesen Monaten in Betrieb. Das ist das größte Sonnenteleskop der Welt, wird auf der Insel Maui entstehen oder entsteht gerade, steht da auch schon. Da ist ein Bild von einem Gebäude von draußen. Und in diesen Monaten wird das Teleskop in Betrieb genommen. Wir bauen ein Spektrometer, steht hier 2 Stockwerke unter mir im Labor, so als Rohbau. Das wird Ende nächsten Jahres dahin geschafft werden und aufgebaut werden und wird dann auch wieder ermöglichen, Spektroskopie zu betreiben, Magnetfeld zu messen, eben mit einem Teleskop, also mit einer Mikroskoptechnik sozusagen, die im Faktor fast 10, ja, 3, 4, 5 besser ist als alles, was wir bisher hatten. Das ist vom Grundprinzip dasselbe. Die Neuerung liegt darin, dass man einfach jetzt sehr viel kleinskaligere, damit auch kurzlebigere Prozesse studieren können. Dass wir nicht nur sehen, da ist ein großer dunkler Sonnenfleck, sondern wie ist der aufgebaut, wie kommt er zustande, warum zerfällt er wieder nach 2 Wochen. Bei einem 4-Meter-Teleskop haben Sie im Brenn, in der Brennebene, fast 13 Kilowatt auf so einer kleinen Fläche. Das ist richtig heiß. Also damit muss man umgehen können, nicht? Dass da die Hütte nicht gleich abgefackelt wird. 12 Kilowatt ist so viel wie 6 Herdplatten von der Stufe. Ne? Wobei 6, die Herdplatten sind so groß, ne? Und der Brennfleck ist so groß. Ne? Das heißt, es ist also viel intensiver wie eine Herdplatte auf voller Stufe. Ne? Man hat praktisch einen Teleskoptyp, der heißt Gregory-System, wo der Primärfokus zwischen dem ersten und dem zweiten Spiegel liegt. Und im Primärfokus baut man eine Blende ein. Die hat ein Loch und die lässt nur den Teil der Oberfläche durch der Sonne, den man beobachten will. Und alles andere wird entweder reflektiert oder absorbiert. Und absorbiert heißt, da müssen dann Kühlschläuche hingeführt werden bei 12 Kilowatt. Ich war 3, 4 Mal. Ne? Und das ist auch wachsen sehen. Nicht? Am Maui. Es gibt Big Island, wo die großen Nachtteleskope sind, der Mauna Kea. Das ist so ein 8- oder 10 Meter Teleskop. Ne? Und da oben auf dem Haleakala, das ist ein Vulkan, ist ein großes Observatorium. Das sind schon viele Einrichtungen. Ne?